Welchen Stellenwert hat es denn nun, dass Lehrlinge aus Vorarlberg sich Jahr für Jahr in den Bundeswettbewerben auch beweisen und dort auch die ersten Plätze erringen? Ist das ein gutes Zeichen auch für den Standort Vorarlberg und die Ausbildung hier im Land? Zweifellos. Und das Schönste daran ist, wenn man in die wirklich tollen Gesichter der jungen, erfolgreichen Lehrlinge sieht, dann sieht man da ist Lebensfreude, Leistungsfreude drin. Die sind stolz drauf, diesen wichtigen Etappensieg sich erarbeitet zu haben. Und was ganz besonders herauskommt, das ist dieses gute, wirklich sehr gut vernetzte Zusammenarbeiten von den Lehrlingen selbst, den Schulen, den Ausbildungsbetrieben, der Wirtschaftskammer, dem Land, also eine Organisation, die wirklich eines im Sinn hat, bestmögliche Rahmenbedingungen für die duale Ausbildung. Wir haben ja in Vorarlberg die mit Abstand höchste Lehrlingsquote in ganz Österreich, deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Und das ist schon auch ein Zeichen, dass wir hier eben wirklich gut qualifizierte junge Menschen für die Wirtschaft ausbilden. Wir haben es heute wieder gesehen, es muss nicht immer aus einem großen Betrieb sein. Es sind auch hier Handwerksbetriebe vertreten, im mittelständischen Bereich, auch kleinere Betriebe. Ist das auch ein gutes Zeichen dafür, dass die Vielfältigkeit im Land, dass auch die Qualität über die ganze Bandbreite der Betriebe gegeben ist? Ja, steckt die Wahrheit schon in der Frage. Die Vielfältigkeit ist für uns besonders wichtig. Und wenn man so will, ist das eine Abbildung der tatsächlichen Struktur bei uns im Land. Wir haben ja relativ in der Zahl wenige Großbetriebe. Unsere ganz, ganz große Zahl an Handwerksbetrieben, Gewerbebetrieben hat ja relativ wenig Beschäftigung. Umso mehr ist es anzurechnen, dass die Ausbildungsbetriebe jungen Leuten eine Chance geben, sie wertschätzen, sie begleiten, sie fördern, bis sie eben zu solchen Leistungen fähig sind, wie bei Landeslehrlingswettbewerben, bei Bundeslehrlingswettbewerben und, das darf man schon auch mit Stolz sagen, wie der Benjamin Dunst etwa unlängst in der Europameisterschaft und wie schon vielfach sehr erfolgreich auch Berufsolympiaden, den sogenannten World Skills, wo Vorarlberger Lehrlinge immer wieder ganz hervorragend abgeschnitten haben.